Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde DC Universe Online. Jo, jetzt spiele ich hier mit meinem zweiten Charakter ein bisschen weiter. Mit Red Doggy. So, das schöne Ladebildschirm wieder. So, jetzt sind wir hier in der Disco. Kann man hier tanzen? Emotion, kann man sowas hier machen? Eigenschaften, Dienste. Wenn ich eingebe Dance. Ich tanze. Das ist die Emotion fürs Tanzen. Okay. Jo. Mit dem Kopf nicken. Okay. Ist halt eine Eisfrau. Die ist cool. Ist normal. So, hier oben leuchtet es rot. Hier muss ich hin. Ich musste, was war das? Sachen Unglaublich, kaufen, du ne? kannst Anweisungen folgen. Hier sind die Händler. Hier kannst du Ausrüstung reparieren und verkaufen und mit Fraktionen in Verbindung treten. Einige Händler haben spezielle Ausrüstung, die du nirgendwo sonst findest. Du solltest dich also mit diesen Fraktionshändlern anfreunden. Ich bin ein Schurke, ich freue mich doch nur so mit an, oder doch? So. Flinker Freddy kann dich mit allem versorgen, was du an Ausrüstung brauchst. Level 8. Ach. Na gut. Verkaufen wir das auch. Reparieren. Okay. Zurück, nein, bräuchte ich. So. Jetzt leuchtet es da hinten. Was muss ich da holen? Was Brief, ne? Jo, Brief. Brief, Brief, Brief. Willkommen in der Poststelle. Hier findest du die Postfächer, den Halle des Schreckensteleporter, deine PvP und wachsame Anwerber. Du weißt, wie du ein Postfach benutzt, oder? Gut, denn ich habe dir etwas geschickt. Sieh es dir an und sprich mit Triggerman Tony hier im Nachtclub. Du befindest dich bereits auf der Gehaltsliste. Zeit, mit der Arbeit zu beginnen. Gehaltsliste. So, da habe ich gerade wieder was gekriegt. Inventur. Hey, da. Zack. Verlassen. Ah, gut, mehr Verstärkung. Jemand hat den Bullen gesteckt, dass wir eine große Waffenlieferung von Joker erwarten. Die ganze Falcone-Mafia gerät damit unter Druck. Meinst du, du kannst Ja, etwas Druck ablassen? wie es aussieht, haben wir ein neues Talent in der Stadt. Ich bin mir sicher, du hast von mir gehört. Doch wenn nicht, darf ich mich vorstellen? Man nennt mich den Joker. Und irgendein Schwätzer hat die Polizei auf eine meiner Waffenlieferungen. So, ich bin jetzt in Gotham City. Mit meinem anderen Charakter bin ich in New York. Oh, da bist du ja. Ich plane etwas. Ablenkung für unseren Freund Batman. Einen schönen Gotham-Bandenkrieg nach alter Tradition. Falcones Gang hasst Pinguins Gangster, aber sie hatten noch nie die Feuerkraft, um das Spatzenhirn in seine Schranken zu verweisen. Bis jetzt. Oh, da ist der Quest. Ich schicke Ihnen eine Eine Ladung Quest. apokalyptianischer Waffen. Jetzt müssen wir nur zusehen, dass Sie die Sachen bekommen. Die Party fängt gerade erst an. Annehmen. Und da ist auch noch was. Getroffen!
So. Jetzt gucke. GCPD-Datei Agro Antonio, ehemaliger Footballspieler der Gotham Knights, wird in Verbindung mit 4 Banküberfällen. Ergib dich! F99, brauchen Unterstützung. Die sind aber ganz schön hart hier. Aus der Bank kann man Schüsse abwehren. Wir haben einen Mann verloren. Boah, das gibt's doch nicht. Warum sind die so hart? Ich finde, die hier sind ganz schön hart. Härter wie die in New York. Ergib dich! Verstärkung! Na okay, Streifbräune, ich brauche ja die Detektive. Wo sind die denn? Ich bin dran! Hier wirklich alles. Das kann doch nicht wahr sein. Lass mich doch mal hier in Ruhe. Wo bleibt die Verstärkung? Wir machen dich fertig. So. Endlich weg die Detektive hier. Du wirst dran glauben müssen. Ich bin getroffen. GCPD-Datei Carbom Carmine. Freischaffender Agent. Beauftragt für mehrere Überseeoperationen. Ausgebildet in Europa. So, Streifenpolizist. Ach, genau, auch noch schnell aus dem Leben hier. Das ist ein Detektiv. Von einem von Falconis Männern. Wenn wir es nicht in einer Woche zurückzahlen, verdoppeln sich die Zinsen. Bitte, du musst mir helfen. Was passiert gleich, wenn das da abläuft? Lauft! Lauft! Du musst sie aufhalten. Ah, der verschwindet dann. So. Wir haben einen Mann verloren. Das ist ein Detektiv. Den klauen wir mal schnell seine Marke.
Streifenpolizist, Detektiv. Ja, Detektiv fertig. So, jetzt ist er auch weg. Noch zwei Streifenpolizisten. So, jetzt noch ein Streifenpolizist, das ist ein Detektiv. Ach, egal. Helfen wir mal unseren Kompan. Da, Streifenpolizist. Ich brauche Verstärkung. Zentrale, Notfall. Achso, da gehen nur die normalen Streifenpolizisten dafür. Ist nur ein Streifenpolizisten? Na hallo, wo seid ihr denn? Ups, Kamera falsch geschwenkt. Das ist ein Detektiv, den mag ich nicht. Da, Streifenpolizist. Das war's. Der ballert auf uns. Den haben wir doch mal schnell weg. Und jetzt springen wir mal hier ran. Spielen ein bisschen Spider-Man hier. Cool, das macht ja Spaß. Yippie! Gedrückt lassen, Sprungtaste gedrückt lassen ist fliegen. Was ist denn das hier? Okay. Loslassen. Okay. Und das macht ja auch Spaß. Wollen wir das Rennen machen? Ich habe keine Angst vor dir. Ah, nee. 5, 4, 3, 2, 1, los. Go, go, go! Go, go, Power Ranger! Oh, jetzt muss ich klettern. Quatsch! Da bin ich wieder. So, dann rennen wir mal schnell rein. Ah ne, warte mal, abgeben war doch ganz leicht. Ich kenne das vom WoW immer, dass ich zum Questgeber zurückrennen muss, oder meistens. Deswegen möchte ich immer zurückrennen. Aber wir müssen ja hier nur ins Tagebuch reingehen und abgehen. Fertig. Ah, jetzt habe ich es verborgen gemacht. Nee, nichts verbergen. So. Zuschauer und Tagebuch zuzugreifen und einem Mission auszuwählen, die du verfolgen möchtest. Dann müssen wir auch noch machen hier. Bild dein Ziel in einen Kontinent. Okay. Und das ist. Senkt die Körpertemperatur. Füg Feinden in der Nähe Schaden zu. Ist gerade ein Auto durch mich durchgefahren? Ah ne, steh auf. Genau in der Mitte. Okay. Ich weiß nicht, das oder das. Die soll nicht zu mir gezogen werden. Ich habe eine Fernkampfwaffe. Auch wenn die nicht so viel Schaden macht. Senkt deine Körpertemperatur. Papierung für Feinde in der Nähe.
Ja, nehmen wir das. Jawohl, ja. Jetzt haben wir noch was. Schloss einfach so Eisblock auf dem Boden. Eiskältestrahl oder sowas werfen. Nimm mal das. So, als nächstes werden das hier wahrscheinlich. Dann müssen wir mal schauen. So, jetzt sind wir ja noch nicht. Ich möchte mitfahren. Kann man da nicht mitfahren? Nee. Hey, cool. Och Mensch. Ach, egal. Komm her, wir laufen jetzt hier weiter. Start nochmal. Tagebuch. Ich hab schon wieder das Ding ins Verbergen gemacht hier. Da bist du ja. Ich plane etwas. Ablenkung für unseren Freund Batman. Einen schönen Gotham-Bandenkrieg nach alter Tradition. Falcones Gang hasst Pinguins Gangster, aber sie hatten noch nie die Feuerkraft, um das Spatzenhirn in seine Schranken zu verweisen. Bis jetzt. Ich schicke ihnen eine Ladung apokalyptianischer Waffen. Jetzt müssen wir nur zusehen, dass sie die Sachen bekommen. Die Party fängt gerade erst an. Okay, welchen Kampfpunkt kann ich meine Dingensfähigkeit nicht benutzen? Meine Akrobatik? War es Akrobatik, was ich hatte? Ich glaube schon. Also, dass ich schnell laufen kann und klettern kann wie Spider-Man. Wir sind in Gotham City. Yeah. Fliegen wir mal ein Stückchen. Aber schaffen darüber zu fliegen? Oh, da unten ist was. Ich bin doch eigentlich Freeze Man. Ich kann doch normal über Wasser laufen, oder? Okay, über Wasser kann man auch laufen. Schön. Okay. Yes, sir. Böser. Hier laufen aber ganz schön viele Banditen rum. Kann ich das Auto hochheben? Ne, nur zerstört. Ich glaube, ich muss hier hochklettern. Ich bin getroffen! Wer möchte ein Bar? Wer möchte einfach?
Ja, ich habe die Quest hier fertig. Ich denke mal, ich verdrücke mich. Kletter hier die Säule ein bisschen hoch, bis aufs Dach. Geh mal da hoch, weil es da schön aussieht. Dann gehen wir jetzt mal da hoch. So. Wir haben jetzt die nächste Quest abgeschlossen. Egal wie viele Bullen die Falcones bestechen, es wird immer ein paar geben, die beschützen und dienen. Dank dir sind das jetzt noch weniger. Ja. Ist doch gut, oder nicht? Für einen Schurke, denke ich du mal. Du machst dich gut bei der Schädlingsbekämpfung. Aber diese Spielverderber von der Polizei machen mir die Party kaputt. Sie verhaften die Falcone-Gangster und schicken sie in den Knast. Und sie haben unseren ganzen Sprengstoff konfisziert. Das geht auf gar keinen Fall. Finde die armen Trottel und sieh zu, dass du sie rausholen kannst, bevor die Bullen sie registrieren. Das Gebäude davon ist noch höher. Ich will da hochklettern und dann... Solange du einen Auftrag ausführst, gibt es in der ganzen Stadt Menschen, die dir eine Belohnung geben, wenn du den Auftrag gut ausführst. Ich zeige dir einen. Schnapp dir, was du kriegen kannst, klar? Where is the crest? Ich habe einen Job für dich. Von Carmine Falcone persönlich. Er will ein paar Anfänger vom GCPD schmieren, klar? Verpass jeden meiner Abreibung. Hallo, das nochmal mitnehmen. So. Kommt hier auch ein Zug? Ich möchte lieber nicht warten, bis ein Zug kommt. Das ist erledigt. Ich bin dran. Mist, ich bin im Kampf. Dann komme ich da bestimmt nicht hoch. Doch, es geht. Oh, das hat geleckt. So, jetzt rennen wir mal das ganz hohe Gebäude hoch. Stell mich dann vorne an der Spitze. Also laut Minimap ist doch, glaube ich, eine Spitze. Ne, keine Spitze. Na gut, stell mich halt nach vorne hin. Und mach dann mal einen Cut. Cut. Sieht ja ein bisschen aus, wie die Wand hochläuft. Okay. Hier spricht Lucius Fox. Waintecs neue Chronometerserie garantiert genaueste Zeitmessung. Auch im enormen Tiefdruck des Alls. Waintec. Lösungen durch Technologie. Oh super, da ist auch ein höheres Gebäude. Mensch. Dann renne ich da nochmal rüber. Ich will das höchste Gebäude erklimmen. So. Jetzt aber. Oh, nicht so schnell. So, ich denke mal, das ist das höchste Gebäude hier. Außer Zeppelin, der ist auch ein bisschen höher. Und vielleicht das da hinten. Das ist zu weit weg. Obwohl, allzu weit ist auch nicht. Aber egal. So, ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.